Gabriele Tamandl, Budgetsprecherin der ÖVP, ist schon am Wort. Sowas, so ein Kriminalfall, der Milliarden den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern kostet, der unter blauer Federführung seinerzeit in Kärnten unter dem Landeshauptmann, unter der Verantwortung einer Regierung unter dem Landeshauptmann Haider passiert ist, darf nicht mehr passieren. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Der Herr Landeshauptmann war auch Finanzreferent und hat hier die Geschicke geleitet. Der Herr Landeshauptmann hat nachweislich, das kommt ja eh auch im Untersuchungsausschuss sukzessive heraus, in die Bank hinein regiert. Und auch die politische Verantwortung, wer da alle hineinregiert hat in die Bank, werden wir noch in diesem Untersuchungsausschuss klären. Und warum der Untersuchungsausschuss so langsam gestartet ist oder warum der Untersuchungsausschuss nicht schneller in die Gänge gekommen ist, ja, weil auch die Opposition sich nicht immer einig war über Überladungslisten von Auskunftspersonen oder auch andere Dinge. Aber weil heute auch wieder die Schwärzungen genannt worden sind. Also ich glaube, in der Anwesenheit vom Herrn Finanzminister darüber zu sprechen, dass es ja mit den Aktenschwärzungen so arg sei und dass man da jetzt endlich einmal was tun soll, der Herr Finanzminister war der Erste. Das ist übrigens schon fast 14 Tage her, wo er den Verfassungsgerichtshof angerufen hat, weil er auch daran interessiert ist, dass diese Sache jetzt endlich einmal vom Tisch kommt und dass wir jetzt endlich einmal in die Aufklärungsarbeit kommen, ohne dass wir uns ständig über die Aktenschwärzungen unterhalten müssen. Ja? Der Herr Finanzminister ist hier derjenige, der sofort gesagt hat, ja bitte macht's was. Wir haben einen Beharrungsbeschluss gefasst, übrigens durch meine Initiative, durch die Initiative der ÖVP-Fraktion. Und der Herr Finanzminister ist zum Verfassungsgerichtshof gegangen und der Verfassungsgerichtshof wird uns seine Entscheidung bekannt geben. Aber ich sage euch schon, Kollegen von der Opposition, das, was der Verfassungsgerichtshof danach entscheidet, diese Entscheidung müssen wir auch zur Kenntnis nehmen. Weil wir als Gesetzgeber müssen nämlich Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes zur Kenntnis nehmen, ob sie uns nämlich passen oder nicht. Und nun noch zum Inhalt des Antrages. Kollege Podgorschek, ich bin vollkommen der Meinung, dass wir bei der Aufsicht eine Reform brauchen. Das ist überhaupt keine Frage, das habe ich von Beginn an gesagt. Und wir haben das im Untersuchungsausschuss mit den Auskunftspersonen gehört. Die Auskunftspersonen haben uns ganz klar eines zu verstehen gegeben. Es gab Berichte, die hat keiner gelesen. Es gab keine Follow-up-Prüfungen, das heißt, alles, was man entdeckt hat, was die Aufsicht entdeckt hat bei den Prüfungen, wurde nie wieder nachverfolgt. Die Prüfer, sowohl von Nationalbank als auch von Finanzmarktaufsicht, haben sich nie darum gekümmert, welche Prüfungsschwerpunkte die Wirtschaftsprüfer bei einer Prüfung des Jahresabschlusses gesetzt haben. Ich bin da voll jeder Meinung von jedem, der hier herausgeht und sagt, wir müssen die Aufsicht reformieren. Nur meines Erachtens ist es zu kurz gegriffen und da heute es mit dem Kollegen Hable, wenn wir jetzt hergehen und ein kleines Eckchen, nämlich die Staatskommissäre, reformieren und nicht eine gesamte Reform der gesamten Aufsicht. Da gehören meines Erachtens die Wirtschaftsprüfer dazu, da gehört die Bankenprüfung in der Nationalbank, in der FMA dazu und da gehören die Staatskommissäre dazu. Aber ich sage gleich, die Staatskommissäre sind da nur das i-Tüpfelchen und weil immer davon die Rede ist, wenn die Staatskommissäre so viel verdienen, dann schauen sie weg. So ein Blödsinn, es verdienen manche Aufsichtsräte wenig und trotzdem machen sie einen guten Job. Das lasse ich so nicht gelten. Auch die Staatskommissärinnen, die wir hatten als Auskunftspersonen, waren top ausgebildet, aber hier krankt es im System und das gehört verändert. Aber das gesamte Aufsichtssystem und nicht nur die Staatskommissäre. Nur die Staatskommissäre zu reformieren sei zu kurz gegriffen, sagt Gabriele Tamandl, Budgetsprecherin der ÖVP. Man müsste die gesamte Finanzmarktaufsicht neu aufstellen.